Jo, hallo, ja, hier ist der Skyly-Fans und Co. Hey, ja. Nun mal ein Test. Ich ärgere mich ja mit der YouTube Gaming App. Ich ärgere mich nur, wenn ich jetzt die Kamera ausschalte, dann ist unten das Bild zu sehen. Beim Start der App ist auch natürlich ein Einstellungsbutton ganz rechts zu sehen. Den kann man jedoch gar nicht betätigen. Also man kann sozusagen gar nichts einstellen. Und das ist ein bisschen übelst. Ja, und dann daher mal eine Frage an euch, die schon vielleicht Erfahrungen damit gemacht haben, wie man das vielleicht abstellt. Ich habe jetzt die neueste Version. 1.3.63.6. Jo. Vielleicht habt ihr ja da irgendwie Tipps auf Lager, wie man das abstellt. So, komme ich jetzt in die Einstellung rein? Nein, komme ich auch nicht. Jo. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt oben noch angezeigt. Ich werde das jetzt wegmachen hier. Okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht angezeigt. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt mit aufgenommen, dass da oben jetzt diese Leiste ist. Ja, oben rechts sieht man das Zahnrad-Symbol, falls man das sieht. Das kann ich vergessen, das funktioniert nicht. So, ist nun mal ein kleines Testvideo von der Warte. Gebe ich mir jetzt noch nicht gerade große Mühe, ist hier, um meinen eigenen Rekord zu knacken. So, habe nur 2 Sterne bekommen. So, okay, dann stoppe ich mal das Video und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Information für mich. Wenn ich die Kamera anschalte, ja, es ist jetzt zu dunkel hier, da wird kein Bild angezeigt, also von der Warte. Mache ich die aus, aber ich komme nicht in die Einstellung rein. Das wäre schön, dass man einstellen kann, ob man überhaupt eine Kamera haben will oder ein Bild, wenn die Kamera aus ist. Gut, dann stoppe ich mal hier und schreibt mir bitte in die Kommentare, ja? Falls ihr da eine Lösung für mich auf Lager habt. Danke, ciao, ciao.